aber wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Mordes an Angelika Fröbel und wegen versuchten Mordes an deren Tochter Birgit. Ihr Vorname ist Kai, Herr Kramer. Sie sind am 12. Juni 1987 in Bochum-Wattenscheid geboren, sind ledig. Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ein Krankenpfleger im städtischen Krankenhaus auf der HNO-Station. Seit dem 3. Dezember 2008 sind Sie in Untersuchungshaft in Bochum. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 2. Dezember 2008 schlich der Angeklagte ins Schlafzimmer von Angelika Fröbel, der Pflegemutter seiner Freundin Jana Grabert, und spritzte der Schlafenden eine tödliche Dosis Insulin. Er wollte sich dafür rächen, dass sie Jana zutiefst verletzt hatte, weil sie sich entschieden hatte, mit Freund und Tochter, aber ohne Jana, nach Australien auszuwandern. Weil Angelika Fröbels Tochter Birgit ihn zufällig im Haus entdeckte, wollte er auch sie töten. Er trank einen Kaffee mit der Arglosen und mischte ihr heimlich K.O.-Tropfen in den Kaffeebecher. Als sie danach einschlief, spritzte er auch ihr eine Überdosis Insulin. Birgit Fröbel überlebte nur knapp. Kai Kramer wird daher wegen Mordes und wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Kramer, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben zur Sache machen? Ich möchte aussagen. Sie können mich ruhig alles fragen. Ich habe ja hier ein Foto zum Beispiel von Angelika Fröbel. Sie ist 50 Jahre alt geworden. Es war auf der letzten Geburtstagsfeier von ihr aufgenommen. Haben Sie ihr diese tödliche Dosis Insulin gespritzt und anschließend auch noch versucht, Ihre Tochter auf die gleiche Art und Weise zu töten, weil das Mädchen dazugekommen ist? Nein, natürlich nicht. Meine Angelika war für Jana wie eine Mutter und wie die richtige Mutter. Und ich habe niemanden umgebracht und erst recht nicht die Person, die meiner Freundin so wichtig war. Herr Kramer, wann haben Sie erfahren, dass Angelika Fröbel mit ihrem Freund und ihrer Tochter Birgit nach Australien auswandern wollte? Das war so 3 Tage vorher, am 29.11.2008. Und von wem haben Sie das erfahren? Ich habe das von Jana erfahren. Sie kam den Nachmittag zu mir, war total fertig und aufgelöst. Und ich wusste auch erst gar nicht, was los ist. Und dann meinte sie, aber dann hat sie mir halt erzählt, ja, Angelika will mit ihrem neuen Macker Gregor nach Australien auswandern. Und was letztendlich mit ihr passiert, war den Scheiß egal, ja. Ich meine, sie konnte das überhaupt nicht glauben, dass sie einfach so im Stich gelassen wurde, so fallen gelassen wurde. Ich meine, sie hat sich immer so wohlgefühlt bei ihrer Gastfamilie und dann sowas. Also, das hat mir super leid getan. Das hat Ihnen sehr leid getan, denn Sie kennen das Gefühl genau, wie es ist, von der Familie verlassen zu werden. Ach, Sie sprechen jetzt auch meine Kindheit an. Mhm. Ja, gut, mein Erzeuger ist abgehauen damals, als ich 2 Jahre alt war, aber an den kann ich mich ja sowieso gar nicht erinnern. Und meine Mutter ist leider gestorben 2004 und... Aber ich wüsste jetzt nicht, was das eigentlich mit Janas Problem zu tun hat. Ich möchte auch zunächst einmal, darauf kommen wir vielleicht später, doch mal bei dieser Pflegefamilie bleiben von Jana. Haben Sie die Angelika Fröbel auf ihre Auswanderungspläne angesprochen? Ja, das habe ich gemacht, auch genau an dem Tag, wo ich es eigentlich erfahren habe. Jana war abends bei einer Freundin, hat Baby gesittet und ich dachte, fährst du noch mal hin und versuchst noch mal mit Angelika zu reden. Ich meine, ich habe mich ja immer gut mit ihr verstanden. Ich dachte, vielleicht hat Jana auch irgendwas einfach falsch verstanden und ist ein Missverständnis. Was hat Angelika Fröbel Ihnen zum Auswandern gesagt? Die hat mir dann erzählt, ja, das Haus sei schon so gut wie verkauft und Weihnachten soll schon im neuen Heim stattfinden. Und dann hat sie auch noch so doof rumgespaßt von wegen, ja, da ist ja dann immer Sommer in Australien und weiße Weihnachten sind ja dann sowieso passé. Das hat mich, in dem Moment hat mich das echt richtig sauber gemacht. Aber Sie haben Angelika Fröbel ja nicht mit Rache gedroht, wie fälschlicherweise behauptet wird. Nein, nein, das habe ich nicht, nee. Ach, das wird alles total anders nahegelegt. Ich habe einfach nur zu ihr gesagt, dass sie gar nicht weiß, was sie Jana damit antut, was für Schmerzen es für sie sind. Und ich habe dann nur gesagt, dass sie noch leid tun wird. Aber das war überhaupt nicht irgendwie auf Rache bezogen. Ich habe das überhaupt nicht als Rache gemeint. Es wurde ja beiden Opfern dieses mysteriöse, man kann auch makaber sagen, vielleicht ist es aber auch einfach nur ganz theatralisch, dieses Symbol auf die Stirn gemalt, als ihnen diese Überdosis Insulin gespritzt wurde. Das ist ein chinesisches Symbol für Yin und Yang. Ich glaube, vom Sehen her kennt man das, hat sich so ein bisschen als Folklore eingebürgert. Gut und Böse, der Gegensatz von Gut und Böse wird da so volksläufig drunter verstanden. Was wollten Sie uns denn jetzt damit mitteilen? Ich habe damit nichts zu tun. Sag ich, sehe ich aus wie ein ESO-Künstler oder was? Naja, sagen wir mal so, diese Bilder, dieses Yin und Yang, sie sind ja mit Theaterschminke aufgemalt worden. Und diese beiden Döschen mit Theaterschminke hat man im Hause der Fröbels gefunden, in der Schublade von der Jana. Und auf beiden Schachteln sind ihre Fingerabdrücke drauf gewesen. Warum? Das war so, falls Sie es immer noch nicht verstehen, die Schminke war von einem Fest, das bei Angelika, also wo sie als Erzieherin gearbeitet hat, in dem Jugendcenter stattgefunden hat. Und Jana und ich haben da zusammen ausgeholfen, wir haben ihr geholfen, wir haben keine Kinder geschminkt und so. Und Jana muss sie anscheinend mit nach Hause genommen haben. Hören Sie mal. Also, es ist klar, dass Jana war total traurig und geknickt, als sie erfahren hat, dass sie auswandern wollen ohne sie. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm, dass sie jetzt überhaupt gar nicht mehr weitergewusst hätte ohne die Gastfamilie. Ich meine, ich war ja immerhin auch noch da.
Hallo Jana, liebes. Hallo Manuela. Wie geht's dir? Nicht so gut. Ich mache mir solche Sorgen um Kai. Nicht einmal besuchen durfte ich ihn in Untersuchungshaft. Dabei bin ich doch seine Freundin. Ich weiß, das ist hart. Mich haben sie auch nur ganz kurz reingelassen, weil ich seine Tante und einzige Verwandte bin. Aber mach dir keine Sorgen. Kai ist stark. Der schafft das. Der hat schon ganz andere Dinge gepackt. Ich kann es einfach nur nicht fassen, dass die ihn wirklich angeklagt haben. Die müssen doch irgendetwas übersehen haben. Ich meine, Kai würde doch niemals meine Pflegemutter umbringen. Das ist doch völliger Irrsinn. Wenn Kai ins Gefängnis kommt, dann bin ich schuld. Jana, du kannst da überhaupt nichts dafür und Kai auch nicht. Mach dir keine Sorgen, das wird sich alles aufklären. Hoffentlich. Oh, ich mache mir im Moment so viele Gedanken. Meine ganzen Albträume von früher, die kommen wieder hoch. Das ist diese ganze Sache mit den Spritzen, das erinnert mich so sehr an den Selbstmord meiner Schwester, also Kais Mutter. Was? Warum denn? Hast du das nicht gewusst? Ich habe sie doch damals tot aufgefunden in ihrem Schlafzimmer. Sie hatte die Spritze noch in ihrer Leiste stecken. Es war ein grauenvoller Anblick gewesen. Mit was? Eine Spritze in der Leiste? Das hat Kai mir nie erzählt. Ihre Mutter ist gestorben, das haben Sie uns gesagt, im Jahre 2004. Ihre Mutter hat sich umgebracht. Ihre Mutter hat sie alleine zurückgelassen. Ihre Mutter hatte das Gefühl, ihre Schwester kann sich möglicherweise ausreichend um sie kümmern. Sie haben das ganz anders empfunden. Sie hatten das Gefühl, meine Mutter lässt mich im Stich. Und das Gefühl kannten sie, denn sie haben richtig gesagt, ihr Erzeuger hat sich aus dem Staub gemacht, als sie 2 Jahre alt waren. Und der zweite Punkt ist doch der, wie hat sich ihre Mutter denn umgebracht? Ihre Mutter hat sich mit einer Überdosis Insulin getötet. Und das sollen wir jetzt für einen Zufall halten, dass das hier bei beiden Taten genauso abgelaufen ist. Bitte lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel. Sie war krank, okay? Also ja. Nicole Kramer hatte tatsächlich ja jahrelang Diabetes und litt auch unter diversen Begleiterkrankungen, aber insbesondere schweren Depressionen. Und sie hat das irgendwann nicht mehr ausgehalten. Sie hat an ihrem Leben ein Ende gemacht, freiwillig. Nur was tut das hier zur Sache? Frau Tasic, der Angeklagte hat einfach eine unglaublich große Empathie gegenüber der Jana. Der weiß, wie man sich fühlt, wenn man allein gelassen wird. Der kann sich da reinversetzen, der kann das nachempfinden. Und Sie wüssten auch aus eigener Erfahrung, dass zu viel Insulin und wie viel Insulin tödlich wirken kann. Das wusste doch der Mandant schon alleine aus seiner krankenpflegerischen Tätigkeit, eben. Oder? Auf jeden Fall haben Sie doch durch Ihren Beruf Zugang zum Insulin, ist das richtig? Und es ist auch unstreitig, dass Sie sich am 2.12. Zugang zum Haus der Fröbels verschafft haben. Da sind Sie irgendwie verrückt. Ich meine, Sie stellen es ja hier so hin, als wenn ich da eingebrochen wäre. Ich meine, ich habe Jana einen Gefallen getan. Sie hat mich darum gebeten, ihr ein paar Sachen zu holen, weil sie ein paar Tage bei mir übernachten wollte. Ich meine, sie hat mir ja selbst noch ihren Hausschlüssel gegeben. Und Jana wusste nicht, dass Angelika wegen ihrer Migräne zu Hause geblieben ist. Genau, und noch weniger wusste ich das. Also ja? Sie waren da? Ja, ich war ja da. Klar. Ja, gut. Aber er war ganz legal im Haus, ja. Der Fröbels, hat er sich dort auf. Wann sind Sie denn da reingekommen und wann haben Sie das Haus wieder verlassen? Ich war so gegen 2:30 da, sag ich mal. Dann bin ich sofort ins Zimmer von Jana, hab mir Sachen zusammengekramt, wollte auch gleich wieder abhauen. Dann bin ich Birgit aber noch im Flur begegnet. Letztendlich war ich dann so um 3:15 draußen. Moment, also eine halbe Stunde um was? Um ein paar Sachen zusammenzukramen? Ich weiß nicht, was hatten Sie denn da für einen Hausstand? Sie haben ein paar T-Shirts in eine Tasche geschmissen. Haben Sie die vorher dann noch gebügelt? Nein, das haben Sie nicht. Das heißt, wir fragen uns, was haben Sie in dieser Zeit gemacht? Sie sind zu Angelika Fröbel gegangen und haben sie getötet. Haben ihr dieses Teil auf die Stirn gemalt. Und dann wollten Sie gehen. Und dann sind Sie in der Tat der Birgit über den Weg gelaufen. Und die musste jetzt selbstverständlich auch sterben. Das war doch Ihr Plan. Denn die hatte Sie ja entdeckt. Ja. Das ist der zweite Mord. Ja. Versucht. Ja, wenn Sie es meinen, also... Ja, natürlich meine ich das. Was glauben Sie, warum Sie hier sitzen? Ja, von meiner Meinung nach, es ist Schwachsinn. Es ist einfach nur Schwachsinn. Weil als ich gegangen bin, da war sie noch putzmunter. Da haben wir uns noch unterhalten und da hat sie noch Kaffee getrunken. Mhm. Kein Zeichen. Auf jeden Fall ist er auch nicht der Einzige, der sich mit Spritzensätzen auskennt und der genau weiß, wie man sich Insulin beschafft. Es gibt den Lebensgefährten von Angelika Fröbel, den Gregor Sevenich, der kommt gleich auch noch als Zeuge. Der ist Heilpraktiker von Beruf und der kennt sich genauso gut aus mit Spritzenkuren und Spritzensätzen. Er hat nämlich doch an dem gleichen Tag eine Vitaminspritzenkur ihr verabreichen wollen. Wer weiß natürlich, ob da die Vitamine drin waren. Vielleicht war es dann eben halt doch eher das Insulin. Ja. So, und bei der Tochter hat er dasselbe gemacht. Aber die Tochter hat er dann aus Jux und Dollerei auch gleich nochmal gerettet. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, die Motivlage von ihm, Frau Tasic. Na gut, sind ja auch nur Anwälte. Ja, es geht auch nicht darum, dass wir alles verstehen, sondern zunächst einmal hören. Und dann machen wir uns unsere Gedanken. Noch Fragen an den Angeklagten im Moment. Danke. Dann beginnen wir mal mit Birgit Fröbel. Frau Fröbel, bitte, die den Anschlag überlebt hat. Nehmen Sie neben Ihrer Verteidigerin Platz. Frau Fröbel, bitte nehmen Sie Platz. Frau Fröbel, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Birgit, Sie sind 18 und Sie wohnen in Bochum. Ich würde mich auch gern Birgit nennen. Und ja, in Bochum wohne ich seit der Ermordung meiner Mutter bei meinen Großeltern.
Ja, und mein Vater lebt leider seit ein paar Jahren auch nicht mehr. Gehen Sie noch zur Schule? Ja, in die 13. Klasse. Ich mache auch bald Abitur. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Genau. Wie geht es Ihnen derzeit? Wie es mir geht? Ich kann das alles immer noch nicht fassen. Also, ich träume jede Nacht davon, dass ich riesige Spritzen am Körper habe und wache dann schweißgebadet auf und denke, das ist ja alles nur ein Traum gewesen. Aber das war kein Traum. Meine Mutter ist nämlich tot. Tot! Und das ist allein deine Schuld! Der Angeklagte sagt aber weiterhin, dass er jedenfalls es nicht gewesen sei, der ihrer Mutter die tödliche Insulindosis verabreicht hat und ihnen auch nichts gegeben haben. Warum sind Sie so sicher, dass nur er es gewesen sein kann? Weil er der Letzte gewesen ist, den ich bei uns zu Hause gesehen habe, bevor ich von diesen K.O.-Tropfen ohnmächtig geworden bin. Ich meine, das kann doch alles nur ein Irrer gemacht haben. Und ich habe von Anfang an gewusst, dass du sie nicht mehr alle hast. Birgit, es ist klar. Es ist klar, dass du Entschuldigung suchst, aber du bist bei mir an der falschen Adresse, verdammt nochmal. Jana, ihr wart wie eine Familie von Jana und also auch meine Familie ein bisschen mit. Familie? Sag das nicht nochmal, du Heuchler. Jana hat genauso wenig zur Familie gehört wie du. Die wurde nur nicht mal adoptiert. Sehen Sie, wie unschuldig der jetzt tut? Das ist alles nur eine Masche, der kann auch ganz anders. Birgit, wann sind Sie am 2. Dezember 2008 nach Hause gekommen? Das war nach der Schule, so um 3 Uhr. Da war der aber schon da. Hat Sie das überrascht? Denn er hat ja an sich keinen Schlüssel. Das heißt, Jana hat ja nur bei Ihnen gewohnt. Und er war ja ohne Jana dort. Ja, und wie ich überrascht war, den da alleine zu sehen. Aber dann habe ich Janas Sachen bei ihm in der Hand gesehen. Und dann war mir die Sache klar. Ich meine, sie hat ihren Lover vorbeigeschickt, weil sie sich selber nicht getraut hat, ihre Sachen abzuholen. Mhm. Aber warum soll sie Jana sich nicht getraut haben, ihre Sachen zu holen? Nach der Aktion, die gerissen hat, ich meine, die hat ja den Mega-Alarm gemacht, weil wir ohne sie auswandern wollen. Da gehört die nur nicht mal zur Familie. Ich meine, die kann auch als Pflegetochter, kann sie doch nicht von uns verlangen, dass wir alle bei ihr in Bochum bleiben. Die ist 20, die ist für sich selbst zuständig. Hat Jana von ihrer Mutter verlangt, dass sie da bleiben soll, dass sie in Deutschland bleiben soll, die gesamte Familie? Nein, also nicht direkt. Sie hat dann losgeflennt, als sie gehört hat, dass wir ohne sie auswandern wollen. Aber der Knaller war ja, dass sie Kai dann ein paar Stunden später vorbeigeschickt hat, um ihre Sachen zu holen. Aha. Und dieses Aufeinandertreffen war ja dann, glaube ich, nicht mehr ganz so charmant, oder? Hat der Angeklagte ihre Mutter dabei bedroht? Ganz genau. Und wie? Was? Ihr werdet das noch bereuen, dass ihr Jana verlasst. Hast du wütend gebrüllt? Also meiner Mutter und mir wurde da ganz anders. Hey, Birgit, verdreht auch nicht alles hier. So habe ich das so überhaupt nicht gemeint, Mann. Also ich meine, das sehe ich auch so. Die sind ohne jeden Beweiswert, diese Äußerungen, die sind einfach nur so dahergeredet gewesen. Das war im Streit? Ja. Wann haben Sie denn eigentlich Ihre Mutter am 2. Dezember zuletzt lebend gesehen? Ja, lebend. Das war morgens vor der Schule, beim Frühstück. Da hat sie mir dann auch die Hiobsbotschaft überbracht, dass wir fürs Erste nicht auswandern. Sie hätte sich das noch mal anders überlegt. Man könnte ja das arme Mädchen Jana nicht alleine lassen, nicht schon wieder im Stich lassen, weil ihre Eltern als sie 12 war, vor ein paar Jahren beim Autounfall ums Leben gekommen sind. So ein Zeug hat sie dann geredet. Mit anderen Worten scheint sich ihre Mutter aber dann ziemlich verantwortlich gefühlt zu haben für diese Jana. Ja, leider. Das hätte sie wahrscheinlich noch gemacht, bis sie 90 gewesen wäre, also wenn sie nicht umgebracht worden wäre. Woher kannte ihre Mutter überhaupt die Jana gerade? Die kannte Diana aus dem Jugendzentrum, da wo meine Mutter gearbeitet hat. Und ausgerechnet, müssen Sie verstehen, ausgerechnet wegen dieser blöden Kuh habe ich mich am letzten Tag mit meiner Mutter gestritten. Und ich werde nie wieder die Chance haben, mich mit meiner Mutter wegen der zu vertragen. Also Ihre Mutter hatte schlichtweg sich anders überlegt auf einmal mit den Auswanderungsplänen, hat sie erstmal auf Eis gelegt. Ich meine, was soll er denn jetzt überhaupt noch für ein Motiv gehabt haben, dann Ihre Mutter zu töten? Moment, einen Moment, Frau Tasic. Erstens hat sie diese Auswanderungspläne ja nur aufgeschoben. Und aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Und zweitens wussten die doch überhaupt nichts von dieser Entwicklung. Die waren noch beim Frühstück nicht dabei. Die wussten das doch nicht. Wussten Sie, dass Ihre Mutter sich an diesem Tag so schlecht gefühlt hat, dass sie gar nicht mehr zur Arbeit gegangen ist? Nee, das wusste ich nicht. Also, die hatte an diesem Tag hatte sie wohl dieses typische Spannungsgefühl im Kopf. Mhm. Damit kündigt sich auch immer eine Migräne bei ihr an. Oder kündigte. Und
Ja, aber das ist so schlimm gewesen, dass sie nicht zur Arbeit gehen konnte, das wusste ich nicht. Also ich musste auch viel früher los als sie. Sie sind ja um 3 Uhr nachmittags nach Hause gekommen. Haben Sie da mitbekommen, dass Ihre Mutter oben im Schlafzimmer lag? Nee, wie hätte ich das denn wissen sollen? Der Kai hat mir ja auch nicht Bescheid gesagt. Außerdem hast du doch kurz davor, hast du das Zeug doch gespritzt. Mann, das habe ich nicht. Ich wusste doch genauso wenig, dass sie da ist. Sie sind ja im Flur auf den Angeklagten gestoßen. Wessen Idee war es, so kurz noch zusammen einen Kaffee zu trinken? Ja, meine. Ich habe uns dann auch einen Kaffee gemacht und das tut mir jetzt noch leid. Ich meine, das wär dann alles nicht passiert. Ich wäre nicht ohnmächtig geworden, hätte meine Mutter wahrscheinlich noch frühzeitig im Schlafzimmer gefunden. Und jetzt verstehe ich aber doch wieder eines nicht. Ich meine, Sie haben ja wegen der fehlenden Auswanderungspläne oder auf Eis geschobenen Auswanderungsplänen ziemlich einen Hals auf ihn und auf Jana geschoben. Warum bieten Sie ihm einen Kaffee an? Ja, gut. Ich hatte gehofft, dass ich den Kai überredet bekomme, noch mal mit der Jana zu sprechen, dass sie mit ihrem Theater aufhört und wir unsere Auswanderungspläne nicht auf Eis legen müssen. Und ich wollte einfach gerne nach Australien. Ja, nur ist der Kaffee Ihnen nicht gut bekommen, ne? Das kann man wohl sagen. Ich bin total müde geworden von jetzt auf gleich und ich habe es noch nicht mal hoch in mein Zimmer geschafft. Ich musste mich aufs Sofa legen. Ich meine, später ist ja auch noch rausgefunden worden, dass K.O.-Tropfen in meinem Kaffee waren. Und das kannst auch nur du gewesen sein, als ich die Milch aus dem Keller geholt habe. Da hast du mir das Zeug untergejubelt. Mhm. Ich habe dir überhaupt nichts untergejubelt und deiner Mutter habe ich auch nichts getan. Verdammt nochmal. Wann genau sind Sie denn müde geworden? Bevor oder nachdem er das Haus verlassen hatte? Nachdem, aber was spielt denn das für eine Rolle? Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Angeklagte hat sich zum Schein verabschiedet und danach ist er zurückgekommen. Da war sie arglos und sie war am Schlafen. Ach ja, so war das? So ist das gewesen, ja. Mit dem Anruf von meiner Tante? Ich meine, ich bin noch deswegen muss ich um 2:50 weg und in die Werbeagentur. Es ist so lächerliche Theorien, echt. Vielleicht sollte man sie mal lieber Gregor fragen. Ich meine, der hat ja vorher die Angelika noch therapiert mit seinen Spritzen. Der Gregor, ja. Halt doch mal den Gregor da raus, du spinnst doch. Das ist doch so. Ohne Gregor wäre ich jetzt tot. Das ist eben der Punkt. Der Gregor sehen wir nicht, davon reden wir ja gerade. Das ist der Lebensgefährte ihrer Mutter, richtig? Und der hat sie gefunden, da lagen sie auf der Couch und sie waren schon leblos. Ja, genau. Und der hat den Notarzt gerufen und zwar sofort. Ja, genau. Also als ich aufgewacht bin, war der Notarzt auch schon da und Gregor saß da neben mir und hat geheult. Ich meine, Gregor hat geheult. Und er wusste auch nicht mehr, wusste gar nicht, was los war. Und ja, als es mir dann besser ging, dann habe ich dann auch vom Tod meiner Mutter erfahren. Und dass es mich selber auch treffen sollte. Ich meine, dass der Gregor Sevenich Sie heldenhaft gerettet hat, macht ihn doch nicht weniger verdächtig. Ich meine, vielleicht hat er das nur aus dem Grund getan, um von sich selber abzulenken. Vielleicht hat er einfach gedacht, die Insulinmenge, die er verabreicht hat, wäre tödlich, was es aber dann, Gott sei Dank, nicht war. Vielleicht war der Herr Sevenich auch die ganze Zeit im Haus. Ich meine, Sie haben ja auch nicht mitbekommen, dass Ihre Mutter schon viel länger im Haus war, dass sie praktisch das Haus ja gar nicht wegen der Migräne verlassen hatte. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass Sie den Kaffee, Ihren Kaffee, in irgendeinem Augenblick mal aus den Augen verloren haben. Nachdem er das Haus verlassen hat. Ja gut, bin einmal kurz auf Toilette gegangen, ja, nachdem Kai weg war. Aber wollen Sie mir jetzt weismachen, der Gregor sei aus der Wand gesprungen und hätte in meinem Kaffee rumgepanscht? Na klar, Mann. Ich meine, der wusste doch genauso gut wie Angelika, oder wie du, meine ich, dass Angelika auch gar nicht mehr auswandern wollte. Und außerdem, der war immer schon scharf auf Angelikas Geld, immer schon. Was spinnst du? Nein, es ist so. Du hast doch gar keine Ahnung. Es hat ein Blinder mit einem Krückstock gesehen, dass Gregor meine Mutter geliebt hat. Vielleicht war ja seine Liebe so groß, dass es einfach nicht verkraftet hätte, wenn die Angelika sich von ihm hätte trennen wollen. Trennen? Wieso das denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir werden sehen, ist er da. Noch Fragen an die Zeugin Fröbel. Nein, danke. Moment. Dann setzen wir direkt mit ihm fort. Herr Sevenich, bitte. Frau Fröbel, nehmen Sie bitte an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt.